Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Mittlerweile ist unsere Heimstärke ja so ein bisschen abhandengekommen und da wollen wir jetzt dann doch wieder zeigen, dass auch das Publikum oder ohne Publikum die Bremer Brücke eine Festung sein kann und darf. Das ist die Mannschaft der Stunde. Die haben viele gute Ergebnisse in den letzten Wochen eingefahren. Und sie haben nach der Corona-Pause 3 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden gespielt, 1 Gegentor nur zugelassen. Das heißt, so eine gewisse Stabilität auch dazu gewonnen in dieser Pause. Ich glaube, da haben sie intensiv dran gearbeitet. Dementsprechend haben wir auch Respekt vor dieser Leistung. Aber wir werden wie in jedem Spiel uns gut darauf vorbereiten und versuchen, auch wenn es leider ohne Zuschauer ist an der Brücke, unsere Punkte mal wieder da zu behalten. VfL Bochum kann rechnerisch und praktisch alles klar machen am Wochenende bei uns, wozu sie sicherlich gewillt sind. Und wir wollen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Und, ich glaube, wir haben zu Hause jetzt schon länger nicht mehr das Ausrufezeichen setzen können, was wir gerne gesetzt hätten. Und wir werden unabhängig vom Ergebnis am kommenden Samstag auch nichts erreicht haben. Also weder werden wir den Klassenerhalt feiern können, noch werden wir am kommenden Wochenende absteigen. Und da wird es vielleicht darauf hinauslaufen, wenn wir nicht die Ergebnisse so haben und auch das Verhältnis im Torverhältnis nicht so, wie wir uns das wünschen, dass es vielleicht Richtung Dresden dann der Fall sein könnte. Aber wir wissen um unsere Möglichkeiten. Wir wissen, dass wir sehr, sehr viel gewinnen können. Und wenn man viel gewinnen kann, dann schaut man ja weniger darauf, auf das, was man verlieren kann. Und da können wir am Wochenende mit den Paarungen, die auch sonst noch stattfinden, glaube ich, einen sehr, sehr großen Sprung machen, um unser großes Ziel zu erreichen.